Guten Abend und willkommen zurück bei Sibiria. Wir sind einen kleinen Schritt vielleicht weiter, denn ich habe mir eure Kommentare durchgelesen. Vielen lieben Dank. Und da hat man mir zum einen die Werbebroschüre des Hotels nahegelegt. Die soll ich mir angucken. Entdecken Sie die Alpenstadt Valadilen wirtschaftlichen seit über 800 Jahren. Familie Feuerberg, diesem speziellen Zweig, Uhrmacher vertrieben, mit komplexen Maschinen, mit Tradition, Kunstwerke, betrauen Sie den Handwerk und wenig. Die erstaunlichen und wunderschönen Kreationen faszinieren nicht nur Kinder, Besucher, wunderschöne Europa, technische Perfektion, bla bla bla, Mechanismus, Wege, Zahnräder. Ich weiß nicht, was. Ja, genau. Dieser Stift hier, den brauche ich eigentlich auch noch für was anderes. Die Herstellung. Verklagen oder bekommen spezifische Fähigkeiten rund um 20 großen Höhepunkt der Produktion. Schlüssel, jedes Modell wird mit großer Sorgfalt entworfen und zusammengesetzt. Die Größe des Modells werden wirklich in Holz. Da! Ausgefallenen Objekten Edelholz, zum Beispiel Madagaskar-Ebenholz, verwendet wird. Die gängigen Modelle werden aus gewöhnlichem Holz hergestellt, während bei den ausgefallenen Objekten. Und ich denke mal, Oscar ist ausgefallen. Man hat mir nämlich auch geschrieben, dass die Farbe eine besondere Rolle spielt. Trotz der starken asiatischen Konkurrenz widerstehen die vorher, weil sie versuchen, die Möglichkeit in Bewegung zu fassen. Sind die Menschen, Marionetten, die Anfänger von den vernünftigen Wesen und letzten Kreaturen vor? Das ist jetzt die Geschichte eher. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Feuerwachsen? Nein. Ja. Also, dieses Beige. Ich glaube, dieses Beige hatten wir auch da. Aber es ist halt nur die Frage. Und hier können wir komplett wieder raus. Welche Nummer ich dann dafür da brauche? Das ist halt die große Frage. Die Farbe kenne ich jetzt vielleicht, aber wir müssen ja da dann auch noch die dementsprechend richtige Taste 1 bis 6 rausfinden. Und da ist immer noch das Problem, dass ich nicht wirklich weiß, was ich dann nehmen soll. Okay, wir versuchen es aber jetzt einfach mal, weil da hat ja eine, ich glaube die 3 war das, die hat ja rot geleuchtet. Da sagte man mir, probiert das doch einfach mal. Das werde ich jetzt mal versuchen. Jetzt wissen wir ja, welche Farbe wir da benutzen müssen. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, Moment, war das jetzt noch ein Screen weiter? Ja, es war noch ein Screen weiter. Dass wir dann mit der richtigen Farbe, dass wir dann da vielleicht was erreichen. Wobei, wo ich jetzt gerade mal hier bin, könnte ich mal versuchen, den Schlüssel da abzuziehen. Man hat mir auch in die Kommentare geschrieben, dass... Ach, Kacke, hätte ich jetzt eigentlich direkt mal gucken können. Bei der Kirche haben wir ja diesen Schrank, wo wir den Schlüssel da rechtstecken hatten. Und der würde auch wohl irgendwie rausgehen. Dass das irgendwie funktioniert, ist mir klar. Aber wohl noch nicht zu meinem jetzigen Zeitpunkt. Nein, okay, den Schlüssel kriege ich nicht wieder raus. Schade. Ah, das ist echt schade. Oder? Moment, muss ich da in die Nahaufnahme von der Maschine oder geht sie dann da die Treppe hoch, wenn ich das jetzt hier anklicke? Ja, dann geht sie da hoch. Okay, bleib hier unten. Du sportliches Ding, kannst direkt wieder runter. Nein, du musst... Okay, direkt wieder raus. Ja, sorry, Kate. Es tut mir sorry. Ja, bei dem Pastor, wie gesagt, war auch wohl irgendwas, dass da wohl irgendwas raushing. Kümmern wir uns später drum. Jetzt bin ich erstmal hier. Ich möchte erstmal das mit den Beinen hinter mich bringen. Und dann kümmern wir uns nochmal da um die Kirche. Wir müssen zur Fabrik, ist glaube ich hier. Ja, genau, Fabrik ist hier. Da ist der Bahnhof, da ist... Da oben ist dann, ja, dieser Außenpavillon, den wir da hatten, wo wir den Eimer, wollte ich jetzt fast schon sagen. Diese, ja, diesen Bottich haben reingehievt. Herrgott. So, dann hier wird die Treppe hoch. Ja, das dauert immer etwas, bis wir dann da sind, wo wir hinwollen.
im Büro von Anna, da hatte man mir auch gesagt, da soll es irgendwas geben. Da habe ich aber leider nichts gefunden, bis auf die Tatsache, dass... Rennen, Kate. Bis auf die Tatsache, dass wir dann halt in dem Schrank, wo die zwei Figuren da tanzen, dass wir da noch irgendwas vielleicht machen können. Aber da bin ich leider noch nicht hintergestiegen, was wir da machen können. Jo. Also diese Farbe, ja. Und dann die hier. Ja, die leuchtet nämlich. Hä? Das ist eine andere Einstellung. Sieht aus wie ein Vogelschnabel. Es ist ein Vogelschnabel. Ach, weil ich jetzt das bestimmte Holz... Ah. Mit Schuhen, die zugeknotet sind. Ah, herrlich. Ah, ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Danke für den Tipp mit der Broschüre. Wäre ich niemals drauf gekommen, wirklich nicht. Obwohl ich mir die Broschüre ja schon am Anfang dann durchgelesen hatte. Ich glaube, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich hätte jetzt hier irgendwo draußen irgendwie nach Hinweisen gesucht. Aber schön, dass wir dann wenigstens die Sache dann vielleicht jetzt abschließen können. Auf jeden Fall war es schon mal eine andere Einstellung. Also eine Kameraeinstellung meine ich natürlich. Die Beine sehen zwar jetzt hier meines Erachtens nach eigentlich genauso aus wie all die anderen davor auch, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall werden immer die gleiche Art von Schuhen benutzt. Und Socken. Ja, dann können wir jetzt hier drüber gehen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kilometer die arme Kate ja schon meinetwegen laufen musste. Jo, mein lieber Oskar. Bitteschön. Wenn das jetzt nicht die richtigen sind, ne? Hier, Ihre Füße, Oskar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Es ist Ihnen gelungen, zweimal das Modell XZ2005-B herzustellen, Kate Walker. Ein Kate Walker. Weißt du, er beschwert sich, dass wir ihn mit der Bezeichnung benannt haben und er nennt uns jedes Mal hier Kate Walker. Sieht aber cool aus. Da freut er sich. Oskar ist putzig. Sie sehen mich hocherfreut, Kate Walker. Sie stehen Ihnen ausgezeichnet. Sehr freundlich von Ihnen, Kate Walker. Doch jetzt muss ich mich leider von Ihnen verabschieden. Wo gehen Sie hin? Ich muss mich zur Lokomotive begeben. Die Abfahrt steht kurz bevor. Er geht ein bisschen steif. Und? Überblendung oder geht er aus der Tür? Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie geil ist das bitte gemacht? Das Spiel hat mich hier echt lang liegen. Ich hätte jetzt mit einer Überblendung gerechnet, weil das ist bei jedem anderen Spiel auch so, weil die sich einfach nicht diese verkackte Mühe machen, die Tür zu animieren. Und verdammt nochmal, sieht das hier geil aus. Boah, nur irgendwie ist die Tür bei uns nicht animiert. Wir haben eine schwarze Überblendung. Ja, das ist so kacke. Oh, wie herrlich. Aber wir haben Oskars Beine, wir haben eine mega geile Szene gerade gehabt. Und ich glaube, wir können jetzt hier erfolgreich hinaus. So, und dann möchte ich jetzt, bevor wir jetzt zur Lokomotive gehen, nochmal dem Hinweis nachgehen, den ihr mir ja auch in die Kommentare geschrieben habt, mit dem Problem in der Kirche, dass wir da irgendwas machen können mit dem Schrank, beziehungsweise dass da wohl irgendwo noch irgendwas raushing und ich das wohl übersehen habe. Da gehen wir jetzt nochmal hingucken. Ich weiß, von da kommen wir, aber da müssen wir jetzt durch. Und wenn wir da dann uns
ein kleiner Gegner muss sein, uns nochmal umgeschaut haben, dann können wir zur Lokomopuff. Und dann bin ich gespannt, was Oskar so für uns bereithält. Ja, ansonsten, im Moment läuft es mit meinen Projekten sehr gut. Sibiria sind wir hier dran. Dann haben wir noch Sonic 4, da bin ich auch dran. Das Let's Play Together ist so gut wie im Kasten. Da kommen jetzt die letzten Teile noch online. Und ja, zur Freude vieler Star Trek-Fans habe ich... zur Freude vieler Star Trek-Fans, so rum ist es richtiger, habe ich schon das nächste Star Trek-Spiel zum Laufen bekommen und habe mich sogar schon ein bisschen reinfummeln können. Gefällt mir ganz gut. Welches es ist, das erfahrt ihr hier noch nicht. Aber ich denke mal, das wird jetzt alsbald kommen. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung, die dann auch demnächst hier starten wird. So, den Schrank schauen wir uns nochmal an. Da guckte wohl irgendwo irgendwas noch raus. So, ich finde hier aber nirgendwo, wo hier irgendwas rausguckt. So, und auch hier... nirgendwo, wo ich etwas noch anklicken kann. Nichts. Okay, ich muss die Schublade erst wieder zumachen. Okay, dahinter sieht so aus, als wenn da was wäre. Aber da komme ich leider nicht hin. Ah! Ja. Ja, ja, ja. An meinen Nachfolger, den Pfarrer der Gemeinde Valladilen. Das Beichtgeheimnis ist ein Gelübde, das wir niemals brechen dürfen. Sie werden daher verstehen, dass dieses Schreiben die Frucht langer und schwieriger Überlegungen ist. Manchmal ist das so komisch geschrieben. An einem Tag im März 1938 klopfte Rudolf Vorarlberg an meine Tür. Ich war damals ein noch sehr junger Pfarrer und höchst beeindruckt von der Persönlichkeit des wichtigsten Mannes unserer kleinen Stadt Valladilen. Ein Regentag, ich erinnere mich genau. Er war völlig durchnässt, auf seinem Gesicht der Ausdruck unendlichen Leids. Er verkündete mir mit zusammengepressten Zähnen, die Augen voll von Schmerz, dass sein Sohn Hans soeben gestorben sei und bat mich, diesen sofort zu segnen. Als ich das abgedunkelte Wohnzimmer des vorarlbergischen Hauses, Herrgott, betrat, stand dort der Sarg des jungen Hans in der Mitte des Raums. Er war verschlossen. Herr Vorarlberg erklärte mir, er wünschte nicht, dass man den Leichnam seines Sohnes, der in Stücke zerrissen am Fuße eines Abgrunds aufgefunden wurde, sähe. Ein Unfall vermutlich darauf zurückzuführen, dass Hans Vorarlberg trotz seiner 18 Jahre nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Ich habe ihm geglaubt. Ich habe die Messe zelebriert und Hans Vorarlberg mit dem Respekt beigesetzt, der dieser Tragödie angemessen war. Gottes Wege sind unergründlich und ich hatte diesen Vorfall auch sicherlich schon längst vergessen. Aber einige Jahre später, lange nach dem Tod ihres Vaters, hatte Anna Vorarlberg einen Unfall in der Manufaktur, der ihr fast das Leben gekostet hätte. War es die Tatsache, dass sie den Tod nur knapp entronnen war? Auf jeden Fall hatte Anna das Bedürfnis zu beichten. Und in dieser Beichte sollte ich erfahren, was mir seitdem keine Ruhe mehr lässt. Der Körper ihres Bruders Hans ruhte nicht im Familiengrab. Hans lebte. Ich hatte einen leeren Sarg gesegnet. Ich selbst war Teil eines finsteren und irrsinnigen Spiels Rudolf Vorarlbergs, missbraucht von einem Mann, der den Tod seines Sohnes vorspielte, da er dessen Weggehen als Verrat betrachtete. Was war ich für ein Pfarrer? Was konnte ich nach all dem noch für ein Pfarrer sein? Der Herr mag mir vergeben. Er ist mein alleiniger Richter. Um ein besserer Pfarrer zu sein, als ich es war, müssen Sie jedoch wissen, dass eine Ihrer Seelen fehlt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich jetzt Sie mit diesem schrecklichen Geheimnis belaste. Sie werden daraus machen, was Sie für richtig halten. Leon Bonnard, Pfarrer.
Herr je. Und das könnte ein Schlüssel sein. Es ist ein Schlüssel. La 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 la. Danke für den Hinweis. Hätte mir ja auch mal auffallen können. Okay, wir können wieder raus. Schön, dass wir hier nochmal hingegangen sind. Jetzt können wir nämlich hinten an der Gruft, hoffentlich, so finde ich, so glaube ich, in dem Hut da etwas rumdrehen. Und dann mal gucken, was passiert. Dann könnte die Gruft sich öffnen. Aber es ist schön, wenn es vorangeht. So, dann hier hin. Weiter an. Achso, man muss ja erst Treppen steigen. Und erst vor den Treppen bremsen. Nein, guck mal da rein. So, dann. Vorarlberg-Schlüssel. Ja, ich dachte es mir. Und da geht's jetzt runter, oder was? Ja, ich wusste es. Für eine Anwältin hier für die Übernahme dringt sie ja ganz schön tief in die Familiengeschichte ein, finde ich. So ohne wirklichen Grund. Links, rechts, können wir nichts machen? Nein, wir können nur geradeaus. Okay. Okay. Elektrisches Licht hier unten hätte ich jetzt nicht erwartet. Auch wieder nur ein Screen zum Durchgehen. Ach, Herr Jemine. Oh nein, ich kann doch wohl da jetzt nicht etwa reingucken. Und jetzt sehen wir den leeren Sarg. Ach du Scheiße. Was ist das? Noch so ein Teil. Und voilà die Ländertageblatt. Dienstag, 17. März 1938. Da müsste ich jetzt mal in mein Tagebuch, in das Tagebuch von Anna schauen, was am 17. März passiert ist. Tödlicher Sturz auf der Alm. Ach, das war das. Okay. Ein schwerer Schicksalsschlag traf gestern die Familie Vorarlberg. Der leblose Körper des 18-jährigen Hans Vorarlberg wurde von seinem Vater am Fuße eines Abgrunds gefunden. Der morgendliche Nebel und die rutschigen Felsen waren zweifelsohne der Grund für den tödlichen Sturz des jungen Mannes. Dieser Ansicht ist auch die Familie. Augenzeugen des Unglücks gibt es nicht. Bereits vor etwa 8 Jahren wurde Hans bei einem Sturz im Gebirge schwer verletzt und hat sich nie völlig von seinen Verletzungen erholt. So war es auch für niemanden ein Geheimnis, dass der seit seinem Unfall verschlossene und in sich gekehrte junge Mann, der später einmal die Manufaktur Vorarlberg übernehmen sollte, nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Im Namen der gesamten Redaktion möchten wir hiermit den Angehörigen Herrn Vorarlberg und seiner Tochter Anna, die heute die alleinige Erbin der Automatenmanufaktur ist, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Das ist natürlich krass, ja. Wirklich krass, dass er einfach es nicht ertragen konnte und dann, das wirklich so durchexerziert hat. Okay, wir können uns den Rest nicht angucken. Wir lassen auch den Sarg offen stehen. Finde ich persönlich jetzt scheiße. Ich würde ihn gerne wieder zumachen, aber das geht leider nicht. Grabschändung und so. Naja, aber wir haben eine weitere Klang... Oh, Moment. Jetzt kommt mir noch glatt eine Idee hier oben in meinem Kopf. Wenn das dieselbe Klang-Quetsch-Ding da... Wie heißt das Ding? Klangwalze Valadilen. Dieselbe ist wie die aus dem Büro von Anna. Dann könnten wir ja vielleicht versuchen, in der Spieluhr diese Klangwalze zu installieren und schauen, was passiert. Vielleicht ist das die letzte Nachricht, die Hans Anna zukommen lassen wollte. Komm, Anna, gib Gas. Ich bin neugierig. Anna? Kate? Oh Gott, ich komme mit den Namen schon ganz durcheinander. So, noch ein weiter. Und noch ein weiter. Jetzt links abbiegen. Von ihr aus gesehen. Von uns aus gesehen rechts.
Hier rein, nochmal weiter rein. Hier links abbiegen. Da rein. Hier rein, dann ins Büro und dann sind wir da. Und dann sind wir auch am Ende des Teils heute angekommen. Herrgott, das ging irgendwie schnell heute. Wenn das dann nicht passt, dann denke ich mal, muss diese Klangwalze auch in dem Zug auf diese ganzen Podeste da gestellt werden. Heißt aber auch, dass wir noch einige in dem Spiel hier finden werden. Und dass wir wohl immer wieder zum Zug zurückkehren werden, was wiederum bedeutet, dass wir vielleicht mit dem Zug jetzt demnächst irgendwo stetig hinreisen werden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja! Ja! Hans, wo hattest du dich denn bloß versteckt? Wir müssen nach Hause. Es ist schon spät. Anna, da hinten. Was denn da hinten? Hans, komm, wir müssen gehen. Das ist ein Geheimnis. Du musst mir schwören. Na gut, ich schwöre ja schon. Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemanden zu erzählen. Da hinten ist es. Guck. Aber da drin ist es ja völlig dunkel. Ich habe eine Lampe aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ach, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. Hm. Und wegen dir bin ich jetzt voller Schlamm. Sieh nur, Anna. Schau. Ich habe solche Malereien schon mal in einem Buch gesehen. Das du hast geschworen, nicht wahr? Das ist unser Geheimnis. Guck mal, da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Sieht aus wie ein Spielzeug. Ich will es. Ich muss dahin. Leuchte mir. Hans, das ist doch viel zu hoch. Sei vorsichtig, Hans! Hans, vorsichtig! Mein Bruder lag viele Wochen im Koma. Als er dann endlich eines Morgens die Augen aufmachte, wusste ich, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Wir sind nie wieder in diese Höhle zurückgekehrt. Und bis heute habe ich unser Geheimnis bewahrt. Hoppla. Kann ich das jetzt mitnehmen? Ja, kann ich. Und die Klangwalze habe ich auch wieder. Ach, Herr Jemine, das ist... Na, geh doch weg. Das ist so tragisch. Ich meine, wir haben es ja in dem Tagebuch schon gelesen, aber das jetzt hier nochmal so zu sehen, das ist so tragisch. Oh, tut mir so leid. Ja, Freunde, nützt nichts, müssen wir durch. In der nächsten Folge geht es dann weiter bei Oscar und seinem Zug. Ich bin gespannt, wo er uns hinführt und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Macht es gut, bis dann, NRW bei 18, adieu.